Am Anfang hat man es für ein verrücktes Projekt gehalten. Genau das ist ja interessant. Man braucht verrückte Leute. Habe ich noch nie gesehen. Sie entdecken wieder... Das Mittelalter! Vom Ergebnis sind wir sehr beeindruckt. Gut für die Region. Wenn es Leuten Arbeit gibt, ist das nicht schlecht. Man spürt das Leben aus dieser Zeit. Gedelung. Hier bauen 50 Menschen eine Trutzburg und dies streng nach den Regeln mittelalterlicher Handwerkskunst. Ohne Strom, ohne Bagger, ohne Bohrmaschine. Keine einfache Aufgabe, denn wer weiß noch, wie man so etwas macht. Gedelung unterscheidet sich von allen bekannten Bauprojekten. Denn für das, was die Männer und Frauen hier tun, gibt es keine Erfahrungswerte. Gedelung ist ein archäologisches Experiment. In Gedelung wird seit 1997 gebaut. Und so soll sich das Bauvorhaben entwickeln. 2006, 2012, 2020 und 2025. Fertig ist sie, die Animation. In der Wirklichkeit dauert das alles ein bisschen länger. Viel zu tun für die Handwerker, viel zu sehen für die Besucher. Gedelung, die verrückteste Baustelle der Welt.